Hallo meine Lieben, es geht wieder weiter. Ich bin gespannt, was heute auf uns zukommt. Wir haben auf jeden Fall Tag 5. Und mal schauen, wo wir rein sollen. Genau, Tag 5. Ich habe mich gerade gewundert, dass hier nichts kommt. So. Okay. Und da ist das vierte Siegel auftat, siehe, ein fahles Pferd. Hallo, mein Freund. Sie wollte ihr Leben erhalten, doch sie hat es verloren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Okay. Alles klar, Bonnie. Alles klar. Gut. Ich lese jetzt erstmal. Und da es das vierte Siegel auftat, siehe ein fahles Pferd, unter der darauf saß, dessen Name hieß Tod und ihm ward Macht gegeben zu töten. Und der vierte Engel posaunte, und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und des Mondes und der Sterne, dass ihr dritter Teil verfinstert ward und des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Aha. Oh Gott, nein, du Monster, was willst du denn? Was habe ich dir getan? Ich habe doch stillgehalten, der Polizei nichts gesagt, was denn noch? Es war so klar, dass der uns nicht antwortet. Tom, ich bin echt am Ende. Ein weiterer Anruf. Er hat Mona getötet. Ja. Ich glaube es nicht. Oh, es tut mir so leid. Ich habe riesige Angst um Leo. Das wird jetzt richtig konkret. Keine leeren Drohungen mehr. Allerdings, weißt du, was ich rausgefunden habe? Hier, mit Google-Vergleich. Ist das bitte nur ein Bild? Oh. Sieht ja echt, wie die Straßen lang gehen. Verdammt nochmal, der kreist Leo ja richtig ein. Das ist ein Teil vom Pariser Stadtplan. Die römischen Zahlen sind hier an Arrondissement. Ach, Arrondissement. Hätten wir auch eher drauf kommen können. Sieht ganz danach aus. Der rote Kreis wäre um das 11. Arrondissement gemalt. Könnte heißen, er befindet sich dort. Wie war nochmal Leos Hotelname? Porte Dorée. Avenue. Domancier. Irgendwo in der Nähe vom Zoo. Sekunde. Das ist nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Ist nicht so weit weg von 11. Eins weiter im 12. Und da ist noch was. Hab einen Artikel bei Wikipedia gefunden. In den 90ern hat einer im 11. Bezirk 7 Frauen ermordet. Man nannte ihn die Bestie der Bastille. Der Bastille? Schau's dir an.
Ja, wie wir wissen, trennt das dann gleich wieder. Was immer das bedeutet. Ich hatte das nämlich nochmal versucht gehabt. Und ja, also automatisch wird deine Verbindung halt gekappt. Ist halt, also ihr seht's leider so oder so nicht. Sie muss da weg. Ich versuche sie zu erreichen. Dann passt der Job eben nicht zu ändern. Ist unter den Umständen das Beste und du musst endlich der Polizei alles sagen. Du machst das sonst nicht nur weiter ver Du machst dich sonst nur weiter verdächtig. Der Kerl ist doch Sado, der mordet so oder so, ob du nun die Polizei einschaltest oder nicht. Boah, ich weiß nicht, weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Du musst Leo erreichen. Ich werde es auch noch mal versuchen. Okay, jetzt werden wir wohl. Ah. Muss dich dringend sprechen. Hast du Zeit? Ja, geht's dir schlechter? Beschissen ist noch gesprahlt. Aber nicht wegen früher. Was ist passiert? Wieder ein Mord. Diesmal ist es Mona, meine frühere Freundin. Übel. Das ist ja grauenvoll. Soll ich dir nicht doch wieder was verschreiben? Nein, lass mal. Ich brauche einen klaren Kopf. Ich bin überzeugt, Leo ist in Gefahr. Alle Toten gingen damals in unsere Klasse. Ah, Mona auch? Das wusste ich gar nicht. Stimmt, die Umstände sind schon sehr beunruhigend. Du musst unbedingt zur Polizei. Die brauchen doch jeden kleinsten Hinweis. Ich habe vorhin gelesen, die haben jetzt eine Soko gegründet. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das tun soll. Was, wenn die mich für einen Spinner halten? Ich muss das auch abschicken, ne? Warum sollten die das denken? Na, die haben mir schon so komische Fragen gestellt. Was denn für Fragen? Wegen deiner Belastungsstörung? Deswegen bist du ja nicht verrückt. Soll ich noch mal mit denen reden? Meinst du, das bringt was? Ich kann es ja erstmal allein versuchen. Und wenn die mir nicht glauben, kannst du ihnen ja immer noch sagen, dass ich geistig normal bin. Geistig normal. Wie du willst. Aber Leo muss so schnell wie möglich zurückkommen. Sag ihr das. Und dann soll sie um Polizeischutz bitten. Eigentlich müsste das Bedrohungspotenzial dafür ausreichen. Oh, tut mir leid, meine nächste Patientin kommt. Echt ganz schön. Leo, melde dich. Es ist wichtig. Geht um Leben und Tod. Und das ist kein Witz. Nachricht geschickt. Offline. Oh, Loretta. Hallo, wollte mich nur kurz melden. Ich bin jetzt bei meiner Tante. Na Gott sei Dank, wenigstens einer. Hier ist immer das Haus voll. Vier Cousins und eine Cousine, dann noch Freunde von denen. Da kommt kein Fremder an mich ran. Klingt perfekt. Pass auf dich auf. Geht mir schon viel besser. Morgen wollen wir rüber nach Bozen. Die wohnen hier kurz vor der italienischen Grenze. Mach's gut. Man merkt überhaupt nicht, dass wir gestrengt sind. Du auch. Ach, und sag Bescheid, wenn sie den Killer haben.
Kommst du vorher nicht zurück oder was? Na, Leo? Der meldet sich momentan echt ganz schön oft. Wird dein Herz es aushalten und werden deine Hände stark sein in den Tagen, da ich mit dir abrechnen werde? Sammle 6 Sterne zum Fortsetzen. Ist ja ein Ding. Na gut. Wir machen mal wieder einmal zusammen. 10 orangene, 20 grüne, 30 blaue, 8 Schutzdinger. Ach, die habe ich auch bei. Okay. Schauen wir doch mal, dass hier was wird. So, der ist schon mal weg. Der auch. Wie viele Züge habe ich überhaupt? 21. Brauche ich dich? Ja, hier oben. So. So. Haben wir auch. Ich kann dich nirgendwo gebrauchen. Auch weg. Echt jetzt? Ach so, ja, wegen dem. Ist okay. Was ist das denn? Es braucht doch voll viel Platz. Kein Platz mehr. Ja, wie den großen Klopper da. Ja, nein, wollen wir nicht. Ja, ich sag dann jetzt erstmal, dass ich den Cut mache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also nach dem Cut geht es dann direkt weiter. Bis gleich. Und weiter geht's. Es wurden keine Metainformationen dem Bild hinzugefügt. Bild jetzt anzeigen. Bild anzeigen und speichern. Oh, wieder so ein Puzzle. Sieht auch aus wie so ein Anhänger und der Mann unten rechts wurde eingekreist. Okay. Ich kann Leo nicht erreichen. So ein verdammtes Elend. Falls es gerade ein bisschen komisch klingt, ich richte gerade mein Headset. So. Versuch's weiter. Die wird bestimmt auftauchen. Sie ist bestimmt im Stress. Oh, es macht mich wahnsinnig. Diese Redaktionstante will ich lieber nicht mit reinziehen. Und es gibt schon wieder ein Puzzlestück. So, schicken wir Ihnen auch dann das Bild. Das gibt's doch nicht. Treibt der seelenruhig seine Spielchen weiter, der Perversling. Der Typ ist sowas von abgebrüht, muss sich sehr sicher fühlen. Na, ich hoffe mal nicht zu sicher. Also an sich schon, ne? Für ihn ist es schlecht. Hier, schau mal, die Schnipsel zusammengefügt. Jetzt bin ich gespannt. Zwei, vier, sechs, acht. Und eine Person. Also, okay. Dann Runenzeichen, jede Menge Anhänger.
Der Wolf, genau, die Runen. Das Zeichen, okay. Lass mal sehen. Noch mehr Köpfe. Ist ja eine ganze Altvorderen-Galerie. Du weißt also auch nicht, wer die sein könnten? Null Ahnung. Ich probiere es mal mit Mr. Google. Und das dicke Zeichen sieht anders aus als eine von diesen Runen. Könnte das nicht Pi sein? Ja, das ist Pi. Gott, da gab es Zeiten, da musste man die Nummer noch auswendig können. Einfach mal nur so. Ja, macht aber gar keinen Sinn. Was hat das mit Paris zu tun? Ich frage den Tiefenbrunner, der ist doch immer hilfsbereit. Das stimmt. Ja, und eine unerschöpfliche Quelle des Wissens. Der ist echt schlau. Also so, was man jetzt mitbekommt, wenn man mit denen schreibt. So, ganz kurze Frage, hab nicht viel Zeit. Es gibt wieder ein Rätsel. Wissen Sie vielleicht, wer diese Männer sind? Der weiß das bestimmt. Ne? Aber wenn der Eingekreiste wegfällt, dann sind es trotzdem die Sieben. Was für ein Zufall. Ich glaube jetzt nicht, dass es damit was zu tun hat, aber. Den einen kenne ich, Ohm. Zweiter von links. Das dürfte ein berühmter französischer Mathematiker und Physiker sein. Laplace, Pierre-Simon Laplace. Ein echtes Genie. Er hat ein bahnbrechendes Werk über die Planetenbahn geschrieben. Und man höre und staune, er nahm bereits die Existenz schwarzer Löcher an. Okay, dann passt das Zie dann passt das Pi-Zeichen ja doch. Dann auf alle Fälle. Es illustriert die Darstellung jedenfalls. Ach, und der nächste neben Laplace ist ebenfalls ein Mathematiker. Will mir scheinen. Sein Name ist mir gerade entfallen. Und der rechte mit dem roten Kreis? Ja, das ist auch das, was mich eher interessiert. Da bin ich leider überfragt. Aber er sollte zu ermitteln sein. Ist dann wohl auch so ein Mathe-Genie. Ja, oder Physik, Chemie. Gibt es denn wieder erschreckende Neuigkeiten? Entschuldigung, ich kann jetzt nicht. Erzähle Ihnen später alles. Erst fragen und dann abwimmeln, ne? Das sind die richtigen. So, dann schreiben wir ihn ein bisschen. Ja. Tom, die Jungs auf dem Schnipsel sind offenbar alle Mathematiker. Pi macht dann schon Sinn. Jen kannte der Tiefenbrunner auch nicht mit Namen, vor allem den mit dem roten Kreis nicht. Den google ich dann mal. Das bekomme ich raus. Das glaube ich auch. Okay, Tom ist schon mal offline. Unbekannt, ne? Ich finde das immer so schade. Hallo, Mama, geht es heute nicht gut? Was ist mit ihr? Och, nö. Sie hat schlecht geschlafen und ist sehr bedrückt. Sie redet davon, dass sie nicht mehr lange bei uns ist. Der Tumor sei bestimmt gefährlich, deshalb dauert es im Labor so lange. Dann habt ihr immer noch nichts gehört? Tröste Mama, das muss nichts Schlimmes heißen. Ja, klar, sie wartet halt, ne? Es ist echt nervenzerreißend. Sag ich ihr ja, aber sie glaubt mir nicht. Ich sei naiv, sagt sie, und ich würde sowieso nichts davon verstehen. Macht ihr nichts draus. Das ist nur der Stress. Ist auch eine Zumutung, euch so lange warten zu lassen. Wenn deine Schwester noch da wäre. Sie würde die richtigen Worte finden. Sie war immer so einfühlsam. Ach, ich weiß, Papa. Geh doch mit Mama in ein Restaurant. Das bringt sie auf andere Gedanken.
Ich weiß nicht, ob sie dazu Lust hat. Na, ich überrede sie. Bis später. Na, ich wollte gerade sagen, so lange nerven, bis sie freiwillig ja sagt und dann bereut sie eh nicht. Wenn man erstmal da ist. Gute Nachricht, ich habe eine Liste aller historischen Mathematiker gefunden. Schlechte Nachricht, ist leider verschlüsselt. Da komme ich nicht rein. Oh. Schick mal her, ich kümmere mich drum. Sammle 5 Sterne zum Fortsetzen. Da. Hacke die Liste der historischen Mathematiker. Ich würde sagen, ich mache einfach mal einmal. So, wir brauchen 30 orangene, 30 blaue und 6 Schutzfelder. So, Tresor wurde geknackt, 5 Quadrate gefunden. So, 19 Züge haben wir. Kommt bestimmt eh wieder nicht das, was man alles so gerne hätte. Ist ja immer so. Ah, verdammt. So, das haben wir schon mal erledigt. Ach so, das ist... Ach, das ist ein... Habe ich dezent übersehen. Jetzt kommt der Admin auch noch. Oh Gott. Manu. So, der ist weg. 7 Züge nur noch. Gewinner polen. Super. Ja, dann würde ich jetzt auch sagen, die Zeit ist sowieso rum. Also hören wir jetzt einfach mit der Folge auf. Und in der nächsten Folge geht es dann einfach direkt nach dem Hacken weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer dieser historische Mathematiker sein soll, der ja nun jetzt eingekreist ist vom Mörder. Muss ja irgendwie ein Zusammenhang sein, warum gerade dieser eingekreist ist. Also da bin ich echt gespannt, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall wieder Dankeschön fürs Einschalten. Like nicht vergessen, wenn euch das Video zusagt. Und wie ihr wisst, mag ich auch gerne Kommentare, weil ich antworte auch tatsächlich. Also, bis dann. Bye, bye.